Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in Folge 332 von Simotrans. Ja, diesen Bahnhof, den wir jetzt hier sehen, den wollen wir umbauen in dieser Folge und dafür müssen wir das Depot versetzen und hier den Dingens, die Anlieferung für die LKWs auch rüberschieben irgendwie. Das müssen wir alles in dieser Folge machen. Dann würde ich sagen, nach dem Intro schauen wir uns das an. Bis gleich. So, dann wollen wir mal schauen, dass wir das hinkriegen. Also als erstes würde ich sagen, bauen wir dann hier den Verkehr hier um. Nee, da. 100er Straße. Bauen den einfach mal hier rein. Und das Depot war hier. Kommt dahin. Und das andere reißen wir dann ab. So, dann sind wir da schon Firmen. Das kann dann auch schon weg. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die Bushaltestelle entsprechend ändern. WASD ist nicht richtig. Wir brauchen die Falltasten. Wir haben ja hier einen Hafen. Ja, das ist ein Sackbahnhof. Das ist erstmal egal. Ich würde das jetzt einfach darüber schieben wollen. Den einfach dahin machen. Und dann. Nee, das war auch noch nicht so ganz so richtig. Machen das noch so. Und machen den dann dorthin. Jetzt hat das geklappt mit dem Umsetzen. Weil wir müssen ja zwei Gleise haben. Wir fahren ja keine Durchfahrt mehr. Wir müssen ja rumfahren, ne? Okay. Ja, guck mal. Das hier wieder abreißen, weil das war dann nicht mehr vonnöten. So, hier müssen wir gerade reingucken, die Linien. Dass wir die umbauen. Verbindung, LKW. Linie ändern. Den da dran. Und den da löschen. So sollte es funktionieren. Vielleicht sollten die alle nicht mehr da unten hinfahren. Sorry. So, jetzt biegen sie schon da ab, passt. Das heißt, wir können den Rest hier getrost löschen. Passt. Jetzt fahren sie da rum. Okay, dann bedeutet das jetzt, dass wir auf Gleise gehen. Das können wir ändern. 210er sollten reichen. Jetzt müssen wir nur gucken. Wir können dieses gleich mitnutzen zur Einfahrt, oder? Ja, denke ich mal. Und hier kommen wir halt direkt von da rüber, ne? Ja, sieht gut aus. Sollte gehen. Ich weiß gar nicht, ob Züge durchfahren. Kann sein, dass auch gar keine Züge durchfahren, aber wir bauen es mal so, dass sie durchfahren können. Jetzt ist nur die Frage. Ja, ich glaube, ich mache es so. Und wir lassen die hier hinten reinfahren und auch rausfahren. Das ist zwar ein kleiner Umweg, aber dann haben wir das mit der Zuglänge, falls da ein Stau ist, dass da einer warten kann, oder? Obwohl, da wird nie ein Stau sein, weil wir hier so viel haben. So, Hochspannungsleitung. Ist dann auch gesetzt. Und bis dahin. Und bis dahin. Und hier müssen wir schauen. Da muss das so noch. Wir setzen ein Signal hier hin. Dann können die da lang. Da oben steht sowieso, glaube ich, nur ein Zug, ne?
Der da lang. Und der muss da ein Signal haben. So passt es. Und jetzt können wir hier was wegmachen, oder? So, da ist noch ein Haltesignal für den Bahnhof. Steht das hier? Nein, ich glaube nicht. Oder doch? Ja, doch, es stand da. Ich glaube, das Signal machen wir besser auch weg. Hier kann keiner reinfahren. Da muss hier noch eins hin. So. Ich glaube, so sieht das gut aus. Ja. Und hier unten muss jetzt noch ein Haltesignal. Ne, das ist ja da. Das passt ja dann. Gleisauswahl hier vor. Hier ist irgendwie eins, was ich da anders setzen möchte, damit das eindeutig ist. Ja, das so. 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 Das machen wir besser weg. Zug fährt da jetzt schon rein. Hätte, wenn, auch da lang fahren können. Da ist ja ein Signal, dass er nur so rumfahren kann, ne? Ja. So, ich glaube, das haben wir dann hier schön umgebaut. Funktioniert, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, wo einer von den beiden da lang fährt. Ah, fahren beide in die Richtung. Aber das ist alles okay soweit. Ja, ich glaube, das ist schon so gut. Hier ist natürlich ein bisschen... Ja, das kannst du nur trotzdem nur so lassen. Ich glaube, das brauchen wir nicht zweigleisig bauen, oder? Hier könnte man es noch zweigleisig machen, wenn... Auf dem kurzen Stück in der Mitte. Hier wäre auch noch möglich. So. So. Und so. Aufspannungsleitung da dran. Ne? So. Fertig. Hier ein Signal hin. Hier ein Signal hin. Und da auch eins hin. Genauso wie da eins hinkommt. Und hier sieht es dann wieder doof aus. Dann machen wir das so. Und machen das weg. So passt's, oder? Da steht auch noch so eins ein bisschen doof. Machen wir auch anders. Kriegt das dahin. Strom ist da, Strom ist da. Er fährt da auch schon durch. Dann kann ja nichts schief gehen, oder? Er fährt da nicht durch. Er fährt doch jetzt da durch. Okay, er hat es dann am Ende noch erkannt, dass hier doch nicht mehr lang fahren darf. Hat er schon gebucht gehabt, wahrscheinlich. Ja, hier ist ein bisschen tricky, ne? Wegen dem Masten müsste man umbauen. Aber hier unten ist sowieso ein Sackbahnhof und hier fahren auch nicht ganz so viele Züge, glaube ich, lang. Aber man könnte ja auch hier das zweite Gleis noch hochziehen, wenn... Aber ich glaube, hier braucht nur ein Gleis sein. Das passt schon. Okay, schauen wir mal gerade einmal, was hier so liegt. Passagiere 211, 4 Paletten. Landwirtschaftliche Güter sind reichlich da. 17.865 holt der die jetzt aber ab, ne? Oder? Das ist doch hier die erste und so für die Tierfutterfabrik, oder?
Ja, Jingle schon. Ne, der nimmt nichts mit, oder was? Ah, ist ja auch über Adenauer, Norddeutsche Großbäckerei. Aber hier 166 Tonnen Weizen. Aber das ist jetzt, was hat er denn hier drin? Ach, der hat das Tierfutter gebracht. Na, okay, dann geht's ja auch nicht. Die Landwirtschaft und die Güter kommen in anderen Wagen. Okay, gut. Jo, haben wir das ein bisschen erweitert hier? Ich glaube, hier steht jetzt nicht unbedingt einer und wartet irgendwo, oder? Wenn, dann müsste er jetzt da auf der Insel sein. Nee, passt schon. Den haben wir umgebaut und das ist gut so. Die fahren auch wunderbar leer durch die Gegend. Kosten wahrscheinlich richtig Geld, aber das ist halt so. Wofür er hier steht, weiß ich jetzt gerade nicht. Ah, Mineralöl, okay. Aber solange der nur steht, ist ja auch alles gut. Okay, den haben wir, den haben wir. Ich glaube, wir gehen mal jetzt über die Karte. Machen wir gerade größer. Hier ist ein Sackbahnhof, da haben wir einen Sackbahnhof rausgemacht. Das passt auch, das passt auch, das passt auch. Der auch, der ist, der ist, der ist. Das ist sowieso. Den haben wir gerade gemacht. Das heißt, wir haben nur noch hier einen, der Durchfahrt ist. Und da sieht man auch, wie doof es ist. Deswegen werden wir es definitiv ändern. Schmeißen wir jetzt 210 drauf. Ist die Frage, warum er da jetzt. Tatsächlich nicht angehalten hat. Warte mal, lass mal das überlegen. Fällt er nur hier und. Okay. Nee, der fährt durch. Dann würde ich sagen. Machen wir mal so. So. Lassen wir von hier oben reinfahren oder von unten? Gute Frage, ne? Ich glaube, wir lassen von oben reinfahren, machen das hier unten weg. Genau. Das heißt, Signale entsprechend erstmal. Das ist schon richtig. Das ist so richtig. So ist richtig. Nee, noch einmal. Jetzt ist richtig. Wir brauchen Strom auf der Leitung. Haben wir. Der kann da jetzt rausfahren. Wir löschen hier vorne die Gleise. Okay, jetzt gerade nicht. Lass den da mal ruhig rausfahren. Wenn der weg ist, kommt das weg. So, jetzt müssen sie von oben rein. Haben hier das Ausweichsignal. Hier kommen sie nicht rein. Passt. Ich hoffe, bei drei Gleisen wird es keinen Stau geben. Sieht erstmal gut aus, oder? Da kommt auch schon ein Zug, der müsste ja dann da durchfahren können. Ja, da war schon hier, haben die sich tatsächlich beide behindert, ne? Dann machen wir das so, dass sich da keiner mehr behindert. Jetzt findet er keinen Weg mehr, weil wir keine Stromleitung hier haben. So, jetzt muss er wieder gehen. Und dieses Signal oder das Signal, eins von beiden steht doof.
Ich glaube, das machen wir mal weg. Das sieht gut aus. Eigentlich müsste er jetzt wieder einen Weg finden. Das ist alles passend. Das ist auch passend. Wolltest du nicht mal jetzt fahren langsam? Ohne Router. Einmal nach da. Und dann einmal wieder nach da. Findet keinen Weg mehr. Irgendwas ist jetzt. Ah, da fehlt ein Stromstück. So, jetzt muss klappen. Ah, jetzt hat das. Jetzt hat das verstanden. Okay, da war natürlich knapp zu sehen. Ich hoffe, hier sieht das auch so komisch aus. Achso, das sieht so komisch aus, weil da die eine höhere Geschwindigkeit da ist. Naja, dann lass es so. Ich glaube, der findet jetzt einen Weg. Jetzt müsste der hier. Da muss noch ein Signal hin. Da darf der nämlich nicht langfahren, in meinen Augen. So muss es sein. Der soll hier hinten gefälligst rumfahren. Okay, haben wir da auch einen Sackbahnhof rausgemacht. Dann schauen wir mal. Das ist sowieso einer, den haben wir. Das ist klar, haben wir gemacht. Das heißt, nee, das ist auch ein Sackbahnhof. Das müsste eigentlich auch einer sein. Ja, ist es auch. Nächste Sackbahnhöfe sind hier unten. Die müssen wir uns dann nochmal angucken, ob wir da was machen. Obwohl diese eigentlich relativ gut funktionieren, meine ich, ne? Gut, okay, dann lassen wir das erstmal so, würde ich sagen. Oh, was ist das denn für ein schickes Gebäude hier? Radolf Zell hat ein neues Rathaus. Okay, krass. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Warbop, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Ne, und na, sagt mal euren Freunden, wie toll Simon Trans ist. Bis dann. Ciao.